Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Hesse JJ. Heute werde ich berichten vom 12. Lunser Seminar. Ich werde einige Eindrücke versuchen zu übermitteln. Und ich werde. Was soll ich denn jetzt sagen? Ach, scheiße, Mann. Wir schnarchen wie Hölle. Du wirst nicht schlafen, du wirst drauf schlafen. Du wirst zu JJ Selking. Ja, ganz bestimmt nicht. Alter, der kleine Jürgen ist für alle da. Jeder darf ihn machen. Und wir haben alle zusammen beschlossen, morgen heute Nacht zu ihm. Nee. Hast du da so ein 40 Gramm Ding auf dem Kopf? Was denn? War einer. Aber nee, ich kann ja nur. Aber scheißegal jetzt hier für die. Hast du hier schon wieder Video oder was? Oh, die Drachenlady hat geschrieben. Warte, was sagt sie? Ich denke mal morgen so. Wir gehen schlafen. 9 Uhr oder irgend so. Die Drachenlady, wer ist denn die Drachenlady? Meine Freundin ist Frau Sascha. Ja? Danke. Ja, die Liebe. Ich hab dich. Ja. Läuft. Kannst du machen, was du willst. Wieder. Machst du den Aufpasser für Nils? Also ich wärme mich nur auf. Ach ja. Ich sollte auf seinen Burger aufpassen. Hat er? Hat er gesagt. Hab ich. Er ist ja noch da. Aber aufgepasst hast du nicht. Hast du muss er denn jetzt wieder hin? Das ging ja hoch, also kommt.
Also ich finde das fantastisch angenehmer, dich da vorher zu sitzen. Sag mal, willst du hin? Oh, das ist ja schön gekühlt. Stell mal noch mal so schön pushen. Oh, du kommst wieder her. Lege die Pipo hin. Ja, vorhin sieht es nicht mehr. Nee, vorhin sieht es nicht mehr aus Aschkalt. Das war die Jahre lang. Ich hab gedacht, du machst dir was als Rückenlehne. Nee. Was soll ich sagen? Gold wird schon. Kannst du hier auch noch mal hinstellen? Jetzt hab ich den Stefan ja hier sitzen. Ach, gut. Komm ran hier. Das ist immer nur hier hin und her. Ich lass doch nicht weggehen. Und ich sag zu sagen, genau, pass doch mal wieder so. Gib mir so ein Auto, hast du noch ein paar Züge? Ja, wer hat mir den denn freigehalten? Wer hat sich den denn erkämpfen müssen? Du hast den nicht erkämpft, du hast ja drei hingesetzt. Fertig. Das war haben uns erstmal aus dem ganzen Schutt freigemacht. Ja. Wir haben rübergeholt. Ja, und hier jetzt. Genau, da stand eine benutzte Klappus drauf. Jeder hätte das tun können, hat aber keiner. Wir haben es. Du bist halt. Der Sascha ist da drüben irgendwo. Ja, der macht es nicht mehr. Nee, der hat einfach nur Angst, dass er zwischen euch sitzen muss. Ja. Er sitzt mit dem Kopf hier unten. Ja, genau. So, das war der zweite Teil vom Lunzer Seminar. Ich hoffe, er hat euch gefallen, und wenn er euch gefallen hat, dann wie immer abonniert mich, drückt die Glocke und schreibt es unten rein, ob es euch gefallen hat oder nicht. Alles klar. Tschüss, euer Hesse JJ.